Hier hatten wir doch geparkt, oder? Und weiter zum Makalot. Ich probiere gerade nur was, ob wir hier auch irgendwie auf den Weg da unten kommen. Dann brauchen wir nämlich nicht quer durch Duffenkron. Auch wenn das jetzt gerade mehr oder weniger umsonst war, ich trinke den Tee oder den Kaffee. Ah, Tee. Nur damit das Inventar etwas leerer wird. Die Kiste mache ich auch direkt mal auf. Ah, Silber, okay. Wie viel Silber? 6000. Naja, ist nicht besonders viel. Reiten wir jetzt übrigens hin? Ach, okay, hier. Das dürfte das Lama an der Klippe sein, wenn ich mich recht erinnere. Saka und Karanda werden in 30 Minuten erscheinen. Sollen wir es vielleicht bei Karanda nochmal probieren oder bei Saka? Vielleicht haben wir bis dahin ja auch sogar den Folianten fertig. Ich versuche mich zumindest ein bisschen was zu beeilen damit. Also zu Xaka könnten wir es auf jeden Fall schaffen, wenn wir eine 40 Stunden Zeit haben in etwa oder 10 Minuten. Bin gespannt. Vielleicht geht's ja. Reiten wir mal wieder etwas schneller.
Irgendwie glaube ich, der Weg war ein bisschen was unnötig. Aber schöne Aussicht zeitweise. Ich frage mich nur, wo uns die Wegfindung gerade hinführt. Zumal wir auf der Straße hier, glaube ich, schon mal waren. Da unten ist wieder ein Würfel fertig. Also er schickt uns über den Berg statt quer durch. Ich nehme die Abkürzungen. Hier geht's doch bestimmt noch runter, ohne dass wir unser Pferd hier zu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Okay, da müssen wir irgendwie runter. Vielleicht hier. Einmal mit der Tafel hier reden. Okay, hier denke ich mal, kann man auch geradeaus versuchen hochzukommen. Zumindest so ein bisschen.
Das hier oben? Nein. Das war der Entwurf. Ich glaube, das war ein bisschen tiefer, wo wir mitreden sollten. Genau hier. Und jetzt einen etwas höher gelegeneren Ort aufsuchen. Da waren wir ja hier runtergeritten. Und hier ist der einfachste Trick, einfach nur reinzoomen mit Q. Jetzt nochmal mit dem Gedenkstein hier vorne reden. Da hinten war er. Immer ein bisschen schwierig, die Orientierung hier zu behalten. Hier sieht nämlich ein Steinfass aus wie der andere. Ich könnte natürlich auch den Folianten von einem Schar, der den schon hat, nehmen und mit der Drakania benutzen. Aber ehrlich gesagt, ich meine, dass der Schar oder der Charakter ihn sich halt auch selber irgendwie holen kann. Wie gesagt, wenn man die Texte nachlesen möchte, vielleicht bei einer der anderen zwei Seasons, die ich aufgenommen habe. Da habe ich ein bisschen was längere Pausen gelassen vor dem Weiterklicken. Also falls das hier gerade zu schnell geht. So, Xaka und Karanda werden in 15 Minuten erscheinen. Wir werden noch nach hier, glaube ich, reiten müssen, zu dem Berg. Und von da aus können wir ja einfach wieder über den größeren Berg drüber reiten,
Zugsacker. Das sollte zeitlich machbar sein. Bei